Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video. Ich habe das ein paar Mal jetzt in den letzten paar Tagen gesehen, dass viele YouTuber, ich will es nicht nachmachen, ich wollte es mal ausprobieren, wie das ankommt, also bei meinen Leuten draußen, dass sie so ein 24-Stunden-Video gemacht haben über das Essen. Also der pinke Essen, der grüne Essen, der gelbe Essen. Bei mir wird es nicht 24 Stunden, sondern einfach ein Tag. Also ich werde zum Morgenweises essen, ich werde zum Mittagweises essen und ich werde zum Nachtweises essen. Bei mir gibt es heute so eine Michelle Beauty Colada Saft, Ananas und Kokosnuss. Jetzt habe ich nicht so gerne Kokosnuss, aber es wird wahrscheinlich nicht schlecht sein. Und dann gibt es Hüttenkäse, eine Milch, sieht man jetzt nicht, ist da am Kacheln, ein bisschen Joghurt, ist da auch im Schälchen, und Zwiebeln. ich werde euch auch ein bisschen mit in meinen Alltag nehmen, ich werde unter anderem heute auch noch meine Fingernägel machen, aber dort werde ich meine Kamera nicht mitnehmen, aber ich werde euch nachher die Nägel gemacht, sie werden sie euch präsentieren und ich werde auch noch euch zeigen, was ich im März alles so eingekauft habe. Ja, dann fangen wir doch mal an und tue doch mal gerade den Hüttenkäse auf das Brötchen streichen, damit es auch bewiesen ist, dass ich das esse. Nicht, dass ihr das Gefühl habt, ich esse es nicht, ich zeige es nur. Also bin ich nicht. Ich hoffe, ihr hattet eine gute Woche. Meine Woche war super. Es war ein bisschen anstrengend, ein bisschen viel los. Aber ja, es ist ein Wochenende und ich kann es geniessen. Ist ja richtig lecker. Ich will da mal gehen. Saft. Das ist auch nicht schlecht. Also, ich werde jetzt mal hier zum Morgen essen und mich später wieder melden. Leute, ich bin jetzt am Mittagessen. Also, ich bin aber heute Morgen auch bei der Kollegin gewesen, die hat mir die Fingernägel gemacht. Ich werde euch die noch schnell präsentieren. Die sehen so aus. Der Zeigefinger und der Ringfinger. Ich habe noch so Herzchen drauf und hier auch. Und man sie kann sehen. Bei mir gibt es zum Mittag heute Vitamin Well Roat. Irgendwie so ein Wasser, das kann man glaube ich auch bewältigen für Weiss. Und dann gibt es den Chicorée-Salat mit Reis und Käse drüber. Ich mache dann nach dem Mittagessen mache ich dann auch wie versprochen die Sachen, zeige ich noch die Sachen, die ich mir im März gekauft habe. Ich werde jetzt mal das feine Mittag genießen und noch ein Käse drüber tun. Da. Sprints. Und werde euch zeigen, wie ich das esse. Und dazu lasse ich natürlich dann auch noch coolen Sand. Das gehört einfach bei mir dazu. Ein Leben ohne Musik ist kein Leben für mich. Ich werde jetzt mal da ein bisschen Reis probieren. Sehr lecker. Also, ich werde mich später nochmal, ich werde jetzt das Mittag in Ruhe geniessen, wie es morgen auch. Ich habe es gegessen, ist nicht vor geschossen, logischerweise nicht. Und melde mich später nochmal bei euch. Also Leute, zum ersten habe ich mir eben noch gesehen, was ich alles abgekauft im März. Zum ersten habe ich mir das T-Shirt bestellt, da steht drauf Peace. Das hat mir einfach mega gut gefallen. Und es ist von Zalando. Und nein, wenn die Frage auftaucht im Internet, ob ich nicht zu alt bin für Zalando. Nein, ich bin nicht zu alt für Zalando.
Weil, wenn ich jetzt alt wäre, würde ich auch nicht mehr in die Stadt gehen. Ich kaufe für meine Kleider und dann wäre ich splitternackt. Zum Zweiten habe ich mir das T-Shirt bestellt, hier von Zalando, Levi's. Die Marke ist einfach mega cool und im Zalando ist es halt mega billig und ja, das gefällt mir einfach mega gut. Und ich zahle es nicht mit meinem, also ich zahle es mit einem Kärtchen. Es ist etwas Ähnliches wie ein iTunes-Kärtchen. Und ich warte immer, bis es abgeschrieben ist, bevor ich es lasse. Zum Vierten habe ich mir 5 Paar Sportsöckli gekauft. Die sehen so aus. Jetzt ist das ganz bequem für den Frühling und Sommer. Zum einen ist es so ein türkis, türkisfarbig und dann so hellblau und so ein lila. So ein weiß. Und natürlich meine Lieblingsfarbe Violett. Und dann habe ich mir noch, bin ich noch in dem, bin noch in einem Zoo gewesen, zu Rapperswil. Und dort habe ich mir noch so einen Becher gesucht. Und dort steht drauf, hey, ich trinke einen Becher Wasser in 60 Tagen. Und du? Ups, ist mir runtergefallen. Und das Eichhörnchen sagt zum Elefant, ich trinke 400 Becher, aber pro Tag. So, Leute, kommen zum Nachtessen. Zum Nacht gibt es bei mir den Rest von dem Michel-Getränk da. Und es gibt eine Bratwurst und Salat mit Champignon-Pilzen mit Mayonnaise dazu. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt dem Video unbedingt ein Like und kein Dislike. Bitte, bitte, bitte. Bitte abonniert meinen Kanal, weil ich gebe mir mega Mühe. Jetzt am heute habe ich mir ziemlich Mühe gegeben. Es war ziemlich Aufwand gewesen, aber ich habe es sehr gern gemacht. vergesst nicht, die Glocke zu aktivieren, damit ihr immer benachrichtigt werdet, wenn ein neues Video online kommt von mir. Und wenn ihr wollt, dass ich nochmal so ein ähnliches Video drehe, über das Essen, jetzt heute war es einfach alles weiss, zum Morgen, zum Mittag und zum Nacht, dann schreibt es doch unten in die Kommentare, was sie für eine nächste Farbe sollen für das Essen. Ich wünsche euch einen schönen Abend, ein schönes Wochenende und geht möglichst viel raus bei diesem schönen Wetter. Und bis nächstes Wochenende. Tschüss zusammen, euch alle mega fest gerne.